Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Lana. Heute von mir ein ganz wichtiger Tipp. Und zwar zum Thema Lippen. Also wieder ein Beauty-Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Mutter hat mir ja berichtet, dass ich als Kind schon immer Probleme hatte mit den Lippen. Sprich, ich habe mir, die haben sich immer, kennt ihr das? Also sind quasi Schlangenlippen oder so, die haben sich immer so gehäutet. Und ich habe die dann als Kind immer so abgerissen, so dass die so blutig waren, ja. Und es ist also immer noch so, dass meine Lippen sich theoretisch häuten würden, wenn ich nicht diesen Geheimtipp oder dieses Pflegemittel hätte, was ich über Jahre lang durch Probieren rausgefunden habe, was wirklich super, super gut ist. Wie bin ich da drauf gekommen? Und zwar habe ich eine Schulung gehalten mit einem Make-up-Artisten und der benutzt es immer für Models. Wenn die so ein bisschen schmale Lippen haben, dann nimmt er das einmal und es bitzelt so ein bisschen in den Lippen und dadurch werden die Lippen eben auch voller. So, jetzt kommen wir zu dem Geheimtipp. Und zwar ist das Carmex Classic. Ich halte es euch mal so in die Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich nur so eine Art Lippenfett. Und ich mache das immer so, dass ich meine Lippen beim Schminken eben ein bisschen abpuder, so wie jetzt. Seht ihr das? So. Und dann sieht also aus wie Fett. Ich habe auch meins schon fast wieder leer gemacht, mein Döschen. Dann nehme ich mir das so ein bisschen mit einem Nagel ab. Und schmier mir das so auf die Lippen. So, zack. Und so kann der Tag für mich beginnen. Mehr mache ich da auch nicht. Ab und zu nehme ich auch ein bisschen Lippenstift oder Lipgloss, aber ich merke sofort, dass meine Lippen total empfindlich sind. Und dann wieder anfangen, sich so ein bisschen so auszutrocknen oder sich wieder zu häuten. Ich weiß nicht, ob ich der einzigste Mensch auf dieser Welt bin, der dieses Problem hat, dass die Lippen sich so häuten wie bei einer Schlange. Ich habe es noch nie von jemand anderem gehört. Ich habe dieses Problem. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das auch habt, weil ich komme mir vor wie der einzigste Mensch auf der Welt mit diesem Problem. Auf jeden Fall, dieses Mittel hilft. Die Lippen sind super geschmeidig, super weich. Es ist natürlich für mich auch immer super wichtig, dass da nicht irgendwelche schlechten Inhalte drin sind, die auf Dauer meinen Lippen auch schaden. Also das tut mir wirklich gut und ich merke auch, dass meine Lippen definitiv um 1000% besser geworden sind, seitdem ich dieses Zeug hier verwende. Probiert es aus. Das gibt's überall in der Drogerie, im Drogeriehandel zu kaufen. Also bei jedem Müller, Rossmann, DM, wie auch immer, kostet um die, weiß nicht, 2, 3 Euro, sowas wie Labello. Labello, aber bitte nicht verwenden, nehmt lieber sowas Natürliches, ne? Wisst ihr Bescheid. Also Leute, ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo da lassen. Ich sende euch liebe Grüße. Macht's gut, eure Lana. Ciao.